Einen wunderschönen Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu der letzten Folge dieser Aufnahmereihe von Conan Exiles. Hier ist euer Spooky VF. Heute wollten wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert, ob wir auch Steine schmelzen können, weil es steht nämlich hier ja auch dabei, wenn man den Ofen anklickt, steht dabei, ein Ofen zur Steinbearbeitung. Ja, geht doch, guck mal, er macht doch Ziegel, Mann. Er macht doch Ziegel. Ach, wir hatten dann wahrscheinlich nicht genug Steine drin. Okay, weil das steht nämlich dabei, von Metallen und Stein zur Bearbeitung. Und wir hatten das ja ausprobiert, da hat es nicht funktioniert. Ich gehe mal davon aus. Warte mal, hatten wir die Eisenbarren? Hatten wir doch da hinten. Dann heißt das, wir können auch die Werkbank eines Schmiedes dann bald bauen, wenn wir eben auch noch genug Eisen zusammenbekommen. Das ist ja, glaube ich, richtig viel Eisen gewesen. Hier ist kein Eisen drin. Ne, da haben wir das. 19 Eisen haben wir und die Werkbank eines Schmiedes kostet, glaube ich, 100 Eisen. Ne? Nämlich das nicht Rüstungsmacher. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Ja, 100 Eisen und 50 Ziegel. Naja, dann werden wir jetzt erstmal bei der Steine farmen, dass wir die 50 Ziegel schon mal hinbekommen. Es wird dunkel. Nahrungstechnisch sehen wir gut aus. Wir brauchen jetzt erstmal Steine, um die Sachen hier zu reparieren. Reparieren und hier reparieren. Oh, hab ich jetzt gemacht? Nee. Ich hab's weggeschmissen. Oder was? Ah, nee. Oder? Doch, ich hab's weggeschmissen, ne? Wo ist denn das jetzt? Scheiße. Habe ich das jetzt ins Inventar gelegt, oder was? Ja, genau. Ah, gut. So, jetzt machen wir das nochmal hier hin. Okay. Irgendwas mit der Säuberung da unten, das macht mir auch noch ein bisschen Sorgen. Ich weiß nämlich nicht genau, was das ist. Wir holen jetzt erstmal nochmal hier ordentlich Steine. Einfach mal, um in den Ofen reinzuschmeißen. Und dann müssen wir ja eben auch nochmal unsere Fundamente weiterbauen. So, mal gucken. Schmeißen wir einfach in den Ofen, das ist schon fertig. Da hat er mir gerade 3 Stück gegeben, also das ist auch sehr aufwendig, was wir jetzt hier betreiben müssen. Deswegen hatten wir das letztens auch nicht gehabt, da hatten wir einfach wahrscheinlich zu wenig reingeschmissen. Na, guck mal, jetzt 7 Stück, also ich schätze 10 Steine gibt einen Ziegel. Okay, das geht aber noch, das schaffen wir auch noch irgendwie. Mach mal hier Fackel an, dass ihr auch was seht. Ja, hier oben hin erstmal. Nein, jetzt habe ich es nicht gemacht. Nee, mach ich auch nicht da oben hin. Geh mal weg da jetzt. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir an Kohle rankommen. Das ist jetzt noch nur so grundlegende Frage. So, jetzt sehen wir wieder was. Also, das heißt, wir brauchen noch ordentlich Steine und wir brauchen auch noch Steine für das Fundament. Oh je, das wird viel Gehacke in dieser Folge. viel Gehacke. Weil ich würde gerne schon mal die Ziegel safe haben, damit wir das haben. Damit wir diese Werkbank des Schmiedes machen können. Da können wir nämlich endlich Eisenzeug dann bauen. Da brauchen wir eben auch nochmal Eisen. Aber das dauert eben auch noch, bis wir das Eisen zusammen haben. Aber wir haben ja gesehen, wo wir Eisen farmen können. Hey, mach mal weg hier. Mach's ganz kaputt. Okay. Nochmal hier hin. Zack, 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 zack. So, ich würde sagen, ein bisschen Holz könnten wir auch noch vertragen. Nebenbei. Okay. Wollen wir hier mal das dicke Holz hier. Hack, hack, hack. Wollen wir nämlich noch eine Kiste bauen. Achso, was ich auch noch bauen wollte, ist dieses große Lagerfeuer. Das wir noch gelernt hatten. Wo ist denn das nochmal? Da gucken wir nämlich gerade mal. Das hier ist Lagerfeuer und wir hatten noch ein großes, wenn mich das nicht alles täuscht. Hatten wir das gelernt oder habe ich das nicht gelernt? Da ist es, ne? Dieses große Lagerfeuer. Oh, das können wir sogar bauen. 3-mal sogar. Bauen wir es jetzt einfach mal. Okay, die Fackel brauchen wir nicht mehr. Ist hell. So, vergessen wir, vernachlässigen wir die Pflanzenfaser nicht komplett. Nehmen wir auch noch ein bisschen mit. Damit wir hier wirklich gut gestellt sind und später uns nicht um alles Gedanken machen müssen. Ja, noch ein bisschen Holz, dass wir wenigstens die Kiste herstellen können. Und dann noch ein bisschen Holz auf Vorrat haben. Da sind wir gleich auch überlastet. So, Holz. Den Baum hacken wir fertig und dann sollten wir jetzt erstmal Holz genug haben.
Für den Anfang bauen wir noch mal eine Kiste. Ich möchte da jetzt auch gar keine Kompromisse machen. Da werden wir jetzt einfach mal rangehen an die Sache. So, Steine. Wenn wir 200 Steine haben, dann kriegen wir 20 Ziegel. Und dann haben wir das mit den Ziegeln ja schon einigermaßen gut geschafft. Oh, Durst haben wir auch. Wie sieht es denn aus mit unserem... Ja, da ist noch genug drin. Den benutzen wir einfach mal zweimal. Gut. Dann sind wir wieder undurstig. Alter, wir haben ja 276 Steine. Also ich denke mal, das sollte reichen für die Ziegel. Dann haben wir das erste Ziel da quasi schon erfunden. Ja, 100. Da. Machen wir mal 209. Schmelzen wir mal. Machen hier mal noch ein bisschen Holz rein, damit das Ding auch länger brennen kann unter Umständen. So, jetzt werden hier 20 Ziegel gebrettert. Dann haben wir 30. Dann machen wir das hier nochmal dabei. So. Und dann sind wir hier bei 37 Ziegeln. Das heißt, noch 13 Stück, noch 130 Steine brauchen wir. Die holen wir noch. Und dann können wir das Fundament weiterbauen. Oh, shit. Oh, das hat wehgetan. Mehr Steine erforderlich. Leck mich doch. Da liegt doch noch ein Stein. So, jetzt müsste es aber reichen. Ja, sehr schön. Nochmal gut. Ja, es ist gar nicht komplett repariert, wie man sieht, ne? Alter! Nein! So, reparieren wir es jetzt aber komplett. Und das hier auch gerade, wenn wir schon dabei sind. Ah ja, guck mal, der repariert dann so viel, wie man Steine hat. Das ist doch nice. So, ihr könnt auch natürlich gerne Vorschläge machen, was ich unbedingt bauen soll oder was ihr in den Folgen sehen möchtet. Nur vor 2019 kann ich darauf leider nicht mehr eingehen, weil ich muss jetzt ein bisschen vorproduzieren, weil ich im Dezember ja, wie gesagt, vom 15. ungefähr bis zum 30. nicht zu Hause sein werde und da wenig machen kann. Ich werde versuchen, da noch ein paar Folgen vorzubereiten, dass ihr eben auch trotzdem schauen könnt in der Zeit, dass ihr trotzdem was zu sehen habt. Und ja... So läuft das dann. Gut, so langsam kriegen wir wieder Hunger. Könnten aber auch mal hier was essen. Wir haben ja noch Eier. Okay. Und deswegen geht so lange jetzt erstmal nichts. Da hinten ist nochmal ein Lager. So, was habe ich gesagt, wie viele Steine wir noch brauchen? Noch 170, die haben wir eigentlich. Oh, Eisenstein. Vielleicht ist hier Eisenstein am Wasser eher. Oh, was ist denn das hier? Der dunkle Stein. Guck mal, der dunkle Stein hier. Naja, ist auch nur Stein. Schade. Naja, hacken wir trotzdem. Du bist überlastet, ja. Super. Hab's geahnt. Dann baue ich eben mal einfach noch mal ein paar Foundations. Eins, zwei... Ja, ich müsste trotzdem noch genug Steine haben, ne? Ja, ich bin immer noch überlastet. Okay. Ne, ja, jetzt nicht mehr. 1, 2, 3. Drei Leute, ey. Mit denen lässt sich, glaube ich, nicht reden. Keine Pfeile. Ach so, ich habe die hier nicht ausgerüstet. Weil ich zweimal ausgerüstet habe, wahrscheinlich. Oh. Voll verzogen. Sehr schön. Hier schon mal gut Damage gegeben. So macht man das. So. Ah, da gerade noch Holz dabei. Oh, da bin ich aber überladen. Oh, Eisen. Sehr schön. Also wir können so auch die Eisenbachen schon bekommen. Vor allem, das sind schon Eisenbachen. Das ist mega nice. Weil die brauchen wir nicht mehr einzuschmelzen. Könnte man noch eine Truhe herstellen? Ne, da fehlt uns Holz, ne? Ja, bei Weitem. Können wir überhaupt irgendwas Interessantes herstellen? Momentan noch ein Faserbett, aber das Faserbett möchte ich nicht. Wenn, dann bauen wir uns jetzt ein schöneres, weil wir haben ja schon ein Faserbett. Hier, ein Reparaturhammer könnten wir mal bauen. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht.
So, dann schleichen wir mal da hoch. Oh, es kostet Ausdauer, wenn wir überladen sind. Oh, der Hammer ist natürlich auch sauschwer. Der ist wahrscheinlich jetzt noch schwerer. Ja, ne? Vielleicht bauen wir dann doch schon mal hier nochmal 1, 2 Foundations. Ich hoffe, das bringt uns ein bisschen... Ja, genau. Ah, oh, wunderbar. So, den Rest der Steine schmeißen wir hier rein nochmal. Wir haben schon 30 Barren. Ja, dann brauchen wir 200. Reicht nicht ganz. Achso, doch, wir haben da noch Steine, aber da ist kein Holz mehr drin. Okay, das Holz hat nicht gereicht und das... So, das brennen wir jetzt einfach alles, ist mir egal. Dann sollte das ja reichen. Und dann können wir hier in Ruhe weiterbauen. So, R1, 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 R1. Und ihr seht schon, das wird eine größere Hütte, das hier. Jetzt haben wir nochmal hier das noch eine Kiste. Okay. Machen wir hier hin. Das Lagerfeuer werden wir auch schon irgendwie bauen. Boah, cool. Guck mal, wie geil das aussieht. Das machen wir, glaube ich, dann hier hin, so irgendwo hier, so in den Küchenbereich. Man könnte da ja noch ein bisschen ausbauen. Ich möchte deswegen auch noch gar keine Wände drum bauen momentan. Wenn wir die ganze Bude noch mal ein bisschen ausbauen werden. So, mal gucken, dass das hier so schön aneinander passt, weil ich möchte auch ein bisschen schön bauen versuchen, zumindest mal. Boah, das sieht doch gut aus. Das ist doch gut. Und dann werden wir vielleicht auch noch da noch weiter bauen, dass wir da das Lager noch ein bisschen erweitern. Was hatte ich denn hier eigentlich die ganze Zeit drauf? Ja, mehr Stein erforderlich. Müssen wir jetzt Stein holen, um quasi nochmal das Ganze hier zu machen. So, da wir jetzt nichts drauf haben, könnten wir hier mal... nee, nicht die Kerze. Warum sind jetzt die Kerze hier? Hm. Okay. Könnten wir hier nochmal den Trinkbeutel drauf machen. Erstmal. Und ja. Dann sind wir da auch wieder gut gestellt. Habba. Kommen wir erstmal hier was davon. Ja, das wird auch schon schlecht hier. Schlechtes Fleisch. Kann ich auch nur eins nehmen? Mal schon aufteilen. Das bringt mir aber auch nichts. Doch, da hole ich die 3 raus. Okay. Dann haben wir die im Inventar zum Futtern. Wo ist denn das jetzt? Ja. Zack. Und das Eisen machen wir hier rein. Da haben wir auch schon 23. Das ist doch nice. Dann kommen wir schon ein bisschen näher ran an das Ganze. Okay, können wir hier noch irgendwas reinlegen? Nee. Der Reparaturhammer, der wird wahrscheinlich auch bockschwer sein. Könnten wir hier mal noch reinlegen mit. Da sind ja auch Werkzeuge drin. Und hier nochmal die Samen reinpacken. Die hier machen wir dann auch noch mit rein und das Gammelfleisch, von dem wir jetzt auch schon ein bisschen was haben, und Eisen. So. Und ist das alles an Eisen, was wir haben zum Schmelzen? 3? Kann ich mir nicht vorstellen, wir müssten eigentlich mehr haben. Hatte schon mehr gefunden. Ich glaube, da hinten in der Mat-Kiste hatten wir noch ein bisschen was, ne? Der Crystal-Mat-Kiste. So, da ist es doch. Ja. Essen wir mal gerade hier die Vertraube. Ja, die Kerze, die werde ich jetzt auch erstmal hier reinlegen. So, die können wir dann nämlich nachher verwenden. Die werden wir hier irgendwo hinbauen. Jetzt gucken wir uns das große Lagerfeuer mal an. Okay, da ist auch nichts anderes. Ich glaube, da hast du nur mehr Plätze, ne? Ja, mehr Plätze sind da drin. Okay. Werden wir dann gleich auch mal ein bisschen Fleisch reinpacken. Oh, cool, Eier. Eier holen wir mit. Ich finde Eier cool. Kann man immer schön zwischendurch snacken. Sehr gut. So. Steine nochmal. Und Steine für... Achso, genau. Für die Reparatur war es, ne? Braucht man erstmal Steine, ja. Damit wir das Werkzeug hier reparieren können. In der Zeit holen wir hier ein paar Pflanzensamen. So, wo waren die andere? Der war doch da unten spazieren gegangen. Von denen hier.
Ich sehe den nicht. Achso, das Eisen habe ich jetzt noch im Inventar, ne? Ja, genau. 5 Eisen. Es gibt auch wieder 2, fast 3 Eisenbacken. Müssen wir jetzt eben nochmal gucken, ob wir da irgendwo noch ein paar Sachen finden. So, euch kill ich auch noch. Auch EP. Muss mal wieder aufsteigen, damit wir unsere Werte hier verbessern können. Vielleicht haben die auch mal was dabei oder so. Ich glaube aber nicht, weil die haben nie was dabei. Tierhaut können wir mit denen farmen. Ja, und Stein. Ja, die sind eigentlich easy kills mit unserem Zweihänder, den ich auch gleich gerne mal wieder reparieren würde. So, holen wir noch mal ein paar Äste dabei. Ja, der ist auch schon ein bisschen mitgenommen. Es geht aber noch. Ja, 8 Stein. Wow, Alter. Ja, das hat schon viel gekostet, aber er kriegt da auch nicht so, der geht auch nicht so schnell kaputt, ne? Den haben wir jetzt ja doch schon lange Zeit repariert. Benutzt meine ich, nicht repariert. So, okay. Trinken. Bräuchten wir. Das sind wir ja gerade richtig. So, dann füllen wir auch gerade mal die Flasche wieder. Ja, sehr gut. Das Schild hier ausrüsten auch beim Hacken. Brauchen wir eigentlich nicht. So, sammeln hier mal noch ein bisschen. Was? Hallo. Eure Eier glaube ich jetzt nicht. Ich habe keinen Bock auf euch. Will noch ein bisschen was vorbereiten. Er will noch ein bisschen was machen, schnell. Oh, eine Fettraube. Nehmen wir doch mal mit. Schnappen wir uns doch das Ding. So, was haben wir denn da hinten? Da gehen wir doch mal hin. Ah, das ist auch nochmal... Hier so. Oh, ihr habt so schöne Insel. Hier könnte man auch schön bauen. Würde mir auch gefallen. Hier so auf dem Inselspot. Aber wir haben jetzt da oben angefangen und ich finde den auch okay. Finde den auch safe ein bisschen, weil da ist, kommt ja irgendwie nie was hin. Was ich natürlich mega nice finde. So, ich habe mal gerade die Schnauze gehalten, weil nämlich auf meiner Tonspur jetzt auch das Hundegebell drauf gewesen wäre. Und deswegen war ich jetzt gerade mal ein bisschen leiser, habe mal nichts geredet. Ja, geht jetzt weiter. Das hört wahrscheinlich nicht auf. Ihr habt vielleicht noch gerade gesehen, ich habe Ranken gefunden in so einem komischen Baum, den ich da niedergehackt habe. So, ein bisschen Rinde holen wir auch mal noch mit. Ich weiß nicht, für was wir die noch brauchen, das wir auch schon mal auf Vorrat haben. So. Jetzt werden wir so langsam wieder voll und dann beenden wir auch die Folge. Weiß ja hier schon, was ist denn das hier überhaupt, eine Pflanze? Aloe, ja, wollte ich gerade sagen, das sieht doch aus wie Aloe Vera. Ich dachte immer, das hier wäre, das ist auch Aloe. Okay. So, finde ich nochmal so ein Rankenteil, nee. Aber das ist schön, dass wir schon mal so Rankenteil haben. Und da hinten ist wieder so ein menschlicher Gegner, den holen wir uns. Vielleicht hat er noch was Schickes für uns dabei. Ja. Hier, Bab. Ah, Pfeile. Wer sagt's denn? Okay. Das war gut. Wir haben hier gar keine Bedrohung. Wir sind also wirklich... Wir sind hier der Herr. Der Herr der Wüste. Und jetzt wollte ich noch einmal schnell noch mal den Rest bauen. Was haben wir noch? Ach so. Ah, ich könnte auch mal ein bisschen Holz und Steine aufheben, aber nee, so erstmal noch nicht. Werden wir machen, dass wir später noch die Gerberstation oder was weiß ich alles bauen können. So, machen wir erstmal hier noch mal die 4 Gerätschaften. Und dann sieht das Ganze doch schon recht manierlich aus. Ach so, die haben wir jetzt schon wieder nicht auf dem Dings drauf. So, jetzt aber. 1, 2, 3.
3, 4 und noch einmal kriegen wir jetzt. Zack. Und ja, hier müsste man, jetzt könnte man die hier schon drauf bauen, aber das machen wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht machen wir das da hinten. Bauen da hinten auch nochmal eine Runde aus. Genau. Oh, das sieht cool aus. Das hier wird groß. Viel größer als unsere kleine Hütte da hinten. Ach so, jetzt könnte man mal noch kurz einen Blick hier ins Grab von Seth reinschmeißen. Was brauchte man dafür für die Dinger? Ah ja, hier, Eisenbarren für das Opfermesser. Und hier menschliches Herz, wo ich auch noch nicht rankomme. Ich glaube, dafür brauchen wir das Ausweitemesser. Ich habe schon gesehen, dass man das lernen kann, aber nur in Eisen. Und da wir eben noch kein Eisenzeugs haben, ist das eh egal. So, hier aufteilen. Machen wir nochmal hier rein. Verbrauchen wir hier ein Zeug. Hey, wir haben nur 49 Ziegel. Ach so, es war wieder das Holz leer. Okay, ich dachte schon. So. Komm. Schmor. Yeah. Das wird es, liebe Freunde, das wird es. Wir werden richtig Fame hier in Conan als größter in die Geschichte eingehender, was weiß ich, Überlebender. Ist das nice. So, hier mal herstellen und dann würde ich sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich lege mal die Waffe weg, dass ich euch nicht aus Versehen verletze. Und ja, mache hier mal nochmal einmal die Haare kämmen. Oh, du hast die Haare schön. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen wieder mal. Verbeugt mich vor euch. Ihr seid die geilsten. Euer Spooky VF mit Conan Exiles. Gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Och, sieht das Knochenschild cool aus. Tschüssi. I can do this all night.